Hallo, mein Name ist Klaus Anton Meyer und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Instagram-Posts gratis über das Facebook Creator Studio planst. Das heißt, du musst keine Kosten mehr haben über Later oder was auch immer. Das geht alles über das Creator Studio von Facebook. Du kannst hier wählen, also ich habe hier vorher diese Seite gehabt, das ist die Facebook-Plan-Variante, da habe ich gerade ein Video drüber gemacht und du kannst auch hier dieses Symbol dann anklicken und du kommst auf die Instagram-Variante, da habe ich auch gerade einen Beitrag geplant und ich plane jetzt mit dir zusammen einen neuen Beitrag. Dazu gehe ich links oben im Creator Studio von Instagram auf Beitrag erstellen. Und dann wähle ich aus Instagram Feed oder IGTV, also Instagram TV. Ich gehe jetzt auf Instagram Feed und dann gebe ich hier einen Inhalt hinzufügen ein. Inhalt hinzufügen auf Datei Uploads. Dann gehen wir mal hierher und ich nehme mal das hier raus. So, jetzt habe ich das hier. Dann kann ich hier unten noch festlegen, ob das auf meiner Seite auch erscheinen soll oder nicht. Das kann ich dann hier festlegen oder nicht. Also, genau, ich sehe das gerade gar nicht. Ah ja, hier ist dieses Ding. Mein Bildschirm spiegelt nur. Also, wenn ich hier anklicke, dass der Haken drin ist, dann wird es auch auf der Seite geteilt. Wenn ich den Haken rausnehme, dann wird es auf meiner Seite nicht geteilt. Dann kann ich hier oben den Standort angeben, zum Beispiel wo ich wohne. Das wäre jetzt, ah, mein Ding, ah, da muss es sein, genau. Playa del Carmen. Okay, dann kann ich hier nur auswählen, was ich jetzt genau von diesen ganzen Sachen möchte. Dann nehme ich einfach mal hier Playa del Carmen, Riviera Maya, Caribe Mexicano. Und dann kann ich hier noch ein Smiley vergeben, ein Emoji. Machen wir jetzt mal ein Om oder sowas. Gibt es das? Das gibt es doch, gell? Da gehen wir jetzt mal auf Om. Ja, wo haben wir das denn? Ah, da ist es doch kommen, gell? Da haben wir es doch irgendwo. Ich sehe es nicht. Siehst es du? Sie, ah, da ist es, genau. Und jetzt schreibe ich hier irgendwas. Die Zeit der Rauhnächte, die zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige stattfinden, sind eine besondere Energie. Diese eignen sich besonders gut, um sich rückzubesinnen und zu sich zu kommen. Dann geben wir noch ein paar Hashtags ein, die könnte ich auch nachher noch in die Kommentare einfügen. Ich mache jetzt mal ein paar rein. Heil Praktiker. Ja, ich bin ja auch Heilpraktiker. Dann Heilpraktiker für Heilpraktiker. Genau. Dann machen wir das nächste. Selbstständig Ja, dann nehmen wir das.
Kräutern. Was können wir noch nehmen? Freiheit. Mehr Patienten. Ja. Mehr Freude. Das gibt's noch nicht. Mehr. Oder nee, nehmen wir noch. Auf jeden Fall noch. Ah, das reicht jetzt mal, ja. Das lassen wir mal so. Okay, und jetzt gehe ich hier unten her. Und das habe ich bisher noch nicht gewusst. Du kannst jetzt entweder auf Veröffentlichen klicken, dann wird es sofort veröffentlicht. Oder du klickst hier auf diesen Pfeil und dann kannst du auch planen oder als Entwurf speichern. Ich gehe jetzt mal auf die Zeit planen und gehe jetzt mal auf morgen. Heute ist der 24.12., also Weihnachten. Und ich möchte jetzt für morgen am selben Tag, da habe ich jetzt schon einen Post um 8 Uhr. Ich will dann so 6 Stunden später nochmal posten. Das heißt dann 8 plus 6 ist 14. Dann gebe ich hier eine Uhrzeit ein. Zum Beispiel 14 Uhr. Ach, was geben wir da ein? 14. Ja, weil es so lustig ist. 14 hatte ich es nicht gewählt. Ist egal, 14.06 Uhr, ja. Okay, dann habe ich das gemacht. Und dann Zeit planen. Jetzt kommt mein Artikel morgen um 14.14 Uhr. Dieses hier kommt morgen um 8.06 Uhr. Ja? Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du willst vielleicht noch wissen, wie du denn überhaupt auf Creator Studio kommst. Das ist mir vorher noch nebenher eingefallen. Da gehen wir jetzt mal auf Facebook und ich zeige dir das noch ganz kurz zum Schluss. Falls du das noch nicht weißt, du gehst auf deine Seite, du brauchst also eine Fanseite, sonst geht das alles nicht, ja. Du brauchst quasi eine Fanseite. Dann gehen wir mal auf die Terra Think Seite von mir. Hier, ich habe mehrere Fanseiten, ja. Und dann siehst du hier oben in der Mitte kommt schon Creator Studio. Wenn du hier drauf klickst, dann kommst du hierher ins Creator Studio auf diese Seite, ja. Und du kannst natürlich jetzt auch in das IGTV und so weiter machen, aber du gehst hier auf dieses Symbol und dann bist du auf deinen Instagram Posts, die du hier planen kannst, ja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du irgendwas kommentierst drunter. Schau dir auch in den Beschreibungen ran, da gibt es vielleicht spannende Links, mit Sicherheit sogar. Ja? Und like meinen Kanal, abonniere meinen Kanal und wenn du meinen Kanal abonniert hast, dann klick noch gleich auf das Glöckchen, weil dann bekommst du immer von mir Bescheid, jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis bald, euer Klaus Anton Meyer.